zu einer weiteren Folge meines Podcasts Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und als psychologische Beraterin habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen zu befreien und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Wenn du mehr von mir wissen möchtest, besuch mich gerne auf meiner Homepage www.katjademming.com. Dort siehst du auch alles, was ich anbiete über Online-Kurse zur Selbstliebe, zur Befreiung aus toxischen Beziehungen oder auch mein Buch Raus aus der narzisstischen Beziehung findest du auf meiner Homepage. Es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. In meinem Sommer-Special möchte ich euch gerne alle Podcast-Interviews zur Verfügung stellen, in denen ich im letzten Jahr zu Gast war. So war ich auch in dem Podcast Die kraftvoll und erfüllt Leben. Und zwar ist der von der Christine Prezelius. Und ich finde, Christine ist eine super tolle, ich finde, sanfte und trotzdem so starke Frau. Und dieses Interview ist wirklich wunderschön geworden. Wir reden über natürlich, was Narzissmus ist, welches Leid es mit sich bringen kann, wie man aus der Negativspirale herauskommt, was die Kindheit auch damit zu tun hat und vor allem auch, ja, wie kann man eine Trennung vorbereiten, wie kann man zurück in die Stärke, in die Selbstliebe finden und ja, vor allen Dingen auch, wie komme ich aus der emotionalen Abhängigkeit heraus. Also, es lohnt sich in jedem Fall, ich lege es dir so sehr ans Herzen, dieses wundervolle Interview. Höre da rein und nimm den ganzen Input und die Inspiration und die Impulse mit, die Christine mit ihren kraftvollen Fragen in mir ausgelöst hat und die ich dann quasi auch beantworte. Ich freue mich, wenn du einen Daumen hoch da lässt und gerne auch dieses Interview weiterempfiehlst an Menschen, die vielleicht diesen Podcast gerade gut gebrauchen können. In diesem Sinne, sorge gut für dich. Alles Liebe, deine Katja. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von meinem Kraftvoll und Erfüllt Leben Podcast. Mein Name ist Christine Prezelius. Ich bin Wirtschaftspsychologin, soziale Unternehmerin, Life Coach, Autorin und ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dem Leben wieder Positives zu schenken. Und das heißt nicht, dass man den Blick für Negatives verschließt, ganz im Gegenteil, sondern dass man sich mehr auf das fokussiert, was einem wieder in Kraft und in Stärke zurückbringt. Und da freue ich mich ganz, ganz riesig heute auf das Gespräch mit der lieben Katja Demming, denn sie hat ein Thema, worin sie Expertin ist. Das ist auch nicht per se positiv, aber sie begleitet Menschen in diesem Themenbereich, in diesem Themenschwerpunkt dabei, wieder in ihre innere Stärke zurückzufinden, auch mehr darüber zu erfahren. Und als ich damals mit ihr in Kontakt kam, muss ich sagen, es hat in mir auch selber einiges getriggert, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Die Rede ist von Narzissmus. Katja ist psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke in eigener Praxis in Lich, sowie Life-Coach und Autorin. Und sie hat mit ihrem Podcast Endlich Ich schon weit über 100.000 Hörerinnen und Hörer erreicht. Und als Expertin für narzisstische Beziehungen hält sie Vorträge, Seminare, macht Workshops, um Menschen aus ihrem toxischen Umfeld zu befreien und sie auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes, freies und glückliches Leben zu unterstützen. Da haben wir es nämlich wieder, da die Brücke zu gehen, den eigenen Weg zu finden. Und das bedeutet schon mitunter, dass man da Themen anfassen muss, die nicht ganz so angenehm sind. Aber da ist sie eine ganz, ganz wunderbare Begleiterin. Und so begleitet sie eben wieder Menschen dabei, wieder in ihre innere und schließlich auch äußere Welt des Friedens zu kommen und die Welt so ein bisschen besser zu machen. Katja erzählt uns heute ein bisschen was darüber, was überhaupt Narzissmus ist, welche Formen es gibt, wovon toxische Beziehungen, aber auch Freundschaften gekennzeichnet sind. Dann nimmt sie uns ein bisschen auch mit auf ihren Weg, teilt ihre Erfahrung,
Dann sprechen wir über das Leid, das Narzissmus ja mit sich bringen kann, auch in welchem Maße, warum man Narzissten trotzdem oft so anziehend findet und man nicht aus der Negativspirale rauskommt. Dann, was die eigene Kindheit damit zu tun hat, ne, so eigene Glaubenssätze zum Thema sich wertvoll fühlen oder immer etwas leisten zu müssen, um angenommen und geliebt zu werden. Und ja, da glaube ich schon, dass ich der, die ein oder andere da auch wiederfinden wird. Und da hat Katja, ich habe mich auch ihr Buch gelesen, Raus aus der narzisstischen Beziehung, wie es dir gelingt, dich aus deiner emotionalen Abhängigkeit zu befreien. Da hat sie auch ganz, ganz viele, ganz viel Wissen, ganz viel Tools, Methoden, Techniken. Da wird sie auch ein bisschen was darüber erzählen, wie man nämlich Schritt für Schritt aus dieser Beziehung aussteigen kann, Trennung vorbereitet, aber auch vor allem wieder an innerer Stärke gewinnt und den Fokus auf sich lenkt und zur Liebe zurückfindet, vor allem zur Selbstliebe. Ja, und dann noch über Voraussetzungen, das fand ich auch sehr, sehr interessant, um diesen Prozess überhaupt erstmal zu verstehen. Also wie kommt es dazu? Wie kann man das verarbeiten? Wie kann man die ersten Schritte zur Heilung gehen? Das ist ja sehr, sehr wichtig, nicht zu verteufeln, dass es überhaupt so war, sondern was kann ich da auch über mich selber lernen und wie kann ich es in Zukunft besser machen? Was sagt das eigentlich über mich, über meine Glaubenssätze und Gewohnheitsmuster aus und wie kann ich mich daraus befreien? Ja, und dann schauen wir natürlich auf die aktuelle Lage. Auch wenn wir noch so starke Persönlichkeiten sind, das aktuelle Weltgeschehen macht etwas mit uns allen. Wie kann ich für mich selber sorgen, ohne ja, dass ich das schlecht ist, dass ich ein schlechtes Gefühl habe, da geht es anderen gerade so schlecht und da ist gerade eine ganz, ganz schlimme Situation, aber wie kann ich trotzdem für mich selber sorgen und auch in die Liebe gehen zum Thema inneres Kind und Handwerkszeug, zum Thema Selbstliebe bei diesem dauerhaften Krisenmodus, in dem wir uns befinden, sei es Corona, die ganzen Unruhen in der Welt, jetzt der Krieg in der Ukraine und das verlangt so viel von uns, was da Meditation für Liebe und für Frieden erstmal mit uns machen kann, aber natürlich auch im großen Außen. Und wie sie das auch in ihre Arbeit einbindet, da nimmt sie uns auch mit, also den Frieden im eigenen Herzen, aber auch in der Welt dann zu finden, herzustellen und was das mit Vergebung auch zu tun haben kann. Wir können im Moment nicht viel mehr tun, als unsere Energie hochzuhalten. Das ist so einleitend für mich nochmal wichtig. Auch darüber werden wir uns austauschen, damit wir nämlich so viel geballte positive Energie wie möglich generieren, in die Welt bringen, das Teilen, uns verbinden. Was uns dabei hilft, unsere kleine Welt zu beschützen, aber auch gegen unsere eigenen Ängste zu meditieren. Und da hat sie auch ganz viel Tools, Methoden, Techniken, tolle Tipps wirklich für uns bereit. Und deswegen freue ich mich riesig, riesig, riesig und bin so dankbar für ihre Zeit. Ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch. Ich habe alles in die Shownotes gepackt, wenn ihr mehr über die liebe Katja erfahren möchtet, über ihr Buch, über das Fünf-Schritte-Programm, über das alles, was ich eben erzählt habe. Hört es euch gerne an, aber wie gesagt, es ist auch alles verlinkt, damit ihr mehr zu meinen Folgen erfahren könnt, aber auch mehr über den Podcast von Katja und was sie sonst alles noch Tolles macht. Und jetzt übergebe ich quasi an sie. Ich freue mich da sehr drauf, euch durch das Gespräch ein bisschen zu leiten, zu führen. Und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Wünsche euch viele positive Inspirationen, Impulse und dass ihr so viel wie möglich davon mitnehmen könnt. Also alles Liebe und viel Freude bei der jetzigen Podcast-Folge. Liebe Katja, ich freue mich so riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst für uns, für diesen Podcast, für diese wunderbare Folge. Ich hatte jetzt eben in der Einleitung schon ein bisschen was über dich erzählt, was für eine wunderbare Arbeit du machst. Und ich finde, das Thema ist ein so wichtiges. Und ich habe dir ja auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, es hat eine Menge bei mir getriggert. Und ich bin dir so dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst, weil ich finde, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist, über das viele, 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 glaube ich, noch gar nicht so richtig Bescheid wissen. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass du heute ein bisschen was von dir erzählst, dass du ein bisschen Input teilst.
und ja, uns ein bisschen mit auf deinen Weg nimmst. Vielleicht magst du einleitend mal ein paar Worte erzählen. Was ist überhaupt Narzissmus? Also welche Formen gibt es? Wovon sind toxische Beziehungen, aber auch Freundschaften geprägt? Und wie war überhaupt dein Weg? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Vielleicht magst du uns da ein bisschen was wissen lassen. Sehr gerne, liebe Christine. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einladung und dass du auf mich zugekommen bist und ich jetzt Teil deines wundervollen Podcasts und deiner Arbeit werden darf. Und ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich in solche, wenn es immer mehr Medieninteresse bekommt, dieses Thema Narzissmus, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen darunter leiden, sei es innerhalb der Familien oder Beziehungen oder auch am Arbeitsplatz, ohne wirklich zu wissen, was da abgeht und sie immer denken, dass sie schuld sind und dass sie irgendwie falsch sind und immer mehr an sich versuchen zu verändern, aber damit nicht wirklich weiterkommen. Narzissmus ist ein Thema, was in die Gesellschaft gehört, was Aufmerksamkeit bekommen darf und wichtig ist, wenn jemand jetzt zuhört oder zusieht, zu verstehen, dass der Narzisst oder die Narzisstin sehr vereinnehmend ist, dass es ihr darum geht, immer nur das Gut für sich gesorgt ist. Das heißt, ein Narzisst ist jemand, der sehr, sehr viel nimmt und wenig gibt. Er ist ausbeuterisch, nutzt Menschen aus, ist häufig auch nicht ehrlich, auch nicht treu. Und ein ganz, ganz wichtiges Zeichen ist, dass er überhaupt gar kein Einfühlungsvermögen hat. Also es ist ihm auch schlichtweg egal, wie es dir geht und was sein Verhalten in dir auslöst oder mit dir macht. Und deshalb geht er rücksichtslos einfach nur super egozentrisch, würde man das vielleicht sonst noch bezeichnen in der Nicht-Fachsprache, um einfach seinen großen Vorteil zu bekommen. Und da wirkt er ausbeuterisch und ausnutzend und versucht eben die Menschen so sehr zu nutzen, wie es für ihn gut ist. Und wenn er sie dann nicht mehr braucht, schmeißt er sie auch einfach weg. Ebenso gibt es diesen super grandiosen Narzissten, den wir alle kennen, der, ich sage immer so, der Gockel des Abends ist, der reinkommt, der alle Blicke auf sich zieht, der der meint, er wäre zu was Besserem geboren und nur weil er auf der Erde rumwandelt, ne, müssen ihm alle dienen und zu Füßen liegen und ihn bewundern. Und im Gegenpart dazu, sage ich jetzt mal, gibt es aber auch die verdeckten Narzisstinnen, weil wir den verdeckten Narzissmus häufiger bei Frauen finden, aber auch bei Männern. Diese Frauen leben eher so ein bisschen in der Opferrolle. Da ist immer Drama im Leben. Sie holen sich die Aufmerksamkeit über Drama. Ihre Wertschätzung holen sie sich eben dafür, dass sie sich für alle aufopfern und für alle immer da sind. Und dieser verdeckte Narzissmus ist wesentlich schwerer zu erkennen, weil ich glaube, dieser grandiose Narzissmus ist jetzt mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Vielleicht auch dank eines Donald Trumps, der das ein bisschen verständlicher gemacht hat durch sein Auftreten und seine Amtszeit. Und aber diesen verdeckten Narzissmus, der ist dann immer noch etwas schwieriger zu erkennen. Und du hast so viele Fragen gestellt. Ich hoffe, ich bekomme sie noch alle der Reihe nach beantwortet. Du hast mich ja sonst. Ich habe es im Hinterkopf. Ja, toxische Beziehungen finden wir halt überall. Ja, und es ist unheimlich wichtig, dass wir schnell erkennen, welche Menschen eben toxisch sind, welche uns vielleicht ausnutzen, auch im Beruflichen auf unseren Rücken nach oben kommen wollen. Und je mehr wir darüber wissen, desto besser können wir auch lernen, damit umzugehen, weil es gibt so ein paar Regeln zu beachten, wenn man mit toxischen Menschen zu tun hat. Mhm. Zum einen ist es so, dass Abgrenzung ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass man schön darauf achtet, sich selbst nicht komplett aufzugeben, dass man sich seine Identität bewahrt, dass man auch für sich sorgen lernt, dass man sich eben nicht komplett aufgibt, ne, dass man sich seines Wertes und seiner Werte immer bewusst ist und sich auch dafür einsetzt. Nur der Narzisst oder die Narzisstin, die strafen einen ja.
Das ist auch ganz egal, ob das im familiären Kontext oder eben auf der Arbeit in der Beziehung ist. Sie strafen einen, wenn man nicht so sich verhält, wie sie sich das gewünscht haben, damit dieses Verhalten, dieses unerwünschte Verhalten halt nie wieder vorkommt. Und da gibt es zig Manipulationstechnik wie Gaslighting. Das heißt, wir verabreden uns morgen um 8 Uhr zum Essen und du sitzt um 8 Uhr im Restaurant und du sitzt um 8:30 im Restaurant. Ich bin immer noch nicht da. Und dann rufst du mich um 8:30 an und ich sage dir, Quatsch, das war doch nicht für heute geplant und das hast du völlig falsch verstanden und da hast du wieder nicht zugehört und hättest du mal. Ja. Oder halt Silent Treatment, du verletzt mich, ich möchte das nicht nie wieder erleben, dass du mir irgendwie nicht gefügig bist oder mir wehtust oder mich kritisierst, weil Narzissten können auch nicht mit Kritik umgehen. Und dann rede ich einfach nicht mehr und ignoriere dich komplett über Stunden, Tage, Wochen, Monate. Oder es geht sogar so weit, dass ich dich ghoste, dass ich nämlich mit dir so lange nichts mehr zu tun haben will, bis ich mit mir im Reinen bin und ich tauche dann einfach unter, erkläre dir nicht, warum und wieso, sondern bin einfach weg und nicht mehr erreichbar. Du kannst mich anrufen, du kannst mir schreiben, ich reagiere auf nichts mehr. Und irgendwann kommt natürlich in dir dieser Punkt hoch, lebt der überhaupt noch? Ist dem was passiert? Okay. Ja, und das ist alles, merkst du schon, emotionaler Missbrauch, emotionaler Stress und psychischer und physischer Terror. Terror. Und darf ich mal an dieser Stelle fragen, wie bist du dazu gekommen, also Expertin für dieses Thema zu werden und ja auch so viel, werden wir gleich noch drüber erfahren, so viele Menschen noch zu begleiten und zu unterstützen, Vorträge, Coachings, Workshops, auch dein tolles Buch. Wie bist du da selber für Expertin geworden? Wie hast du persönliche Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Wie war da dein Weg? Ja, wir müssen ja unser Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und rückblickend würde ich sagen, ich musste diesen ganzen Mist erleben, um jetzt tatsächlich vielleicht auch meine Berufung leben zu können. Okay. Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo eigentlich, glaube ich, so ein ganz typisches Elternbild für meine Zeit, also ich werde jetzt Ende des Jahres 50, bin 1972 geboren. Papa hat ganz, ganz viel gearbeitet, Papa war abwesend, Papa war für die Familie nicht zuständig, war auch emotional nicht erreichbar. Mama hat sich gut gekümmert, war komplett Hausfrau, wie das damals so üblich war. Und ich habe schon als kleines Mädchen immer versucht, in die Gunst meines Vaters zu kommen und irgendwie mal von ihm zu hören, dass er stolz auf mich ist, dass er mich liebt, dass er mich sieht, dass er mal fragt, wie es mir geht, wie es in der Schule war. Sowas hatte ich alles nicht. Und dieses Kämpfen um Liebe und Aufmerksamkeit hat dann natürlich in mir, weil es unbeantwortet blieb, eine tiefe Wunde gerissen. Und dementsprechend, glaube ich, nehmen wir diese Wunden mit in unsere Partnerschaften und Beziehungen, weil wir das eben auflösen wollen. Und wie das Leben so spielt, suchen wir uns da genau zu 100% den falschen Partner aus. Ja. Nämlich jemand, der genauso war wie mein Vater. Der eben auch nie irgendwie wirklich für mich da war, der mich nicht gesehen hat, der eigene Interessen hatte, die er gelebt hat, der andere bevorzugt hat, bei mir dann auch in puncto Fremdgehen und anderen Frauen. Und dann kann natürlich dieser Mensch diese Wunde gar nicht heilen, weil wir ja zu 100% genau das Gleiche bekommen wie halt in der Kindheit auch. Und damals habe ich halt, ich glaube rückblickend sogar diese zwei verschiedenen toxischen Partner gebraucht, um wirklich sehen zu werden, was da abgeht und was ich versuche hier gerade krampfhaft zu bekommen, weil letztendlich ist es ja ein Streben nach Liebe und Gefühle, die, wo ich mich mein Leben lang gesehnt habe, die ich nie erfahren habe, sage ich jetzt mal, von einem Mann. Und nachdem meine Ehe gescheitert ist, eben weil ich da auch dreimal betrogen wurde und dann entschlossen hatte, mich zu trennen, und bin ich in eine Partnerschaft gerutscht, die, wo ich sagen würde, noch toxischer war und noch schlimmer. Und ich glaube auch, das Leben stellt uns so lange die Aufgaben, und zwar immer schmerzvoller und hilfreicher, bis wir sie gelöst haben, bis wir aufwachen, genau. Und da bin ich wirklich dann an jemanden geraten,
der mich überhaupt nicht gesehen hat, der überhaupt nicht für mich da war. Und dann gab es so einen ganz schmerzhaften Punkt, nämlich, dass ich sehr, sehr krank war, an der Bandscheibe operiert werden musste und, glaube ich, niemanden dringender gebraucht hätte, als ihn. Und er es einfach vorgezogen hat, in den Skiurlaub zu fahren und mich komplett allein zu lassen, mich nicht zu besuchen im Krankenhaus, überhaupt nicht für mich da war. Und in dem Zusammenhang wurde mir dann bewusst, dass ich selbst für mich sorgen muss, dass ich verstanden habe, er wird niemals für mich erreichbar sein, insbesondere nicht, wenn ich was brauche, weil er lieber nimmt als gibt. Ja. Und zum Zweiten habe ich aber auch verstanden, dass es meine Aufgabe ist, mir das zu geben, was mein Vater mir nicht geben konnte, was mein Mann mir nicht geben konnte und auch mein Ex-Partner mir nicht geben konnte. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann, und das ist eigentlich auch die wichtigste Message im Leben, dass die ganzen Wunden, und jeder Mensch hat Wunden in seiner Kindheit bekommen, und ich glaube auch ein Stück weit, das ist auch das Ziel für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Also wir brauchen Eltern, die Fehler machen, damit wir uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln können. Ja. Und ich glaube, wenn wir dann verstehen, dass wir selbst für die Heilung unserer Wunden zuständig sind und das auch tun und umsetzen, dann kommen wir in eine Heilung und dann kommen wir in einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess und dann sind wir irgendwann auf einer ganz anderen Ebene, ja, wo wir tatsächlich auch diese Erfahrung machen wollten und eben auch die Aufgabe lösen wollten. Darf ich dich mal noch persönlich fragen, nach dieser Erkenntnis, also nachdem du das, also diese Erfahrung durchlaufen bist und diesen Wachwerdemoment hattest und dann auch gesagt hast, okay, da mache ich jetzt meine Berufung, habe ich jetzt dadurch erkannt, da mache ich jetzt meinen Themenschwerpunkt raus. Hast du da auch bei dir gemerkt, dass du dich deinen Kindern gegenüber anders verhältst? Also war dieser Lernprozess, weil du eben auch deinen Vater ansprachst, war das auch so ein Schlüsselmoment für die Erziehung deiner Kinder, dass du da anders dich reflektiert hast und drauf geschaut hast? Ja, absolut. Wobei ich auch sagen muss, da spielt auch meine Ausbildung zur psychologischen Beraterin eine sehr große Rolle. Also nachdem mir dieser Prozess klar geworden ist, was jetzt passieren muss und ich da so sehr gelitten habe, bin ich dann tatsächlich in eine Therapie gegangen, habe das alles so ein bisschen aufgearbeitet, bin bei mir angekommen, habe verstanden, was gelöst werden darf. Und ich glaube, so nach einem halben Jahr hatte ich so das Bedürfnis in mir, selbst das auch, wo ich so dann sich das entwickelt hat, wo ich gedacht habe, Mensch, ich habe das nicht umsonst durchgemacht. Ja? Irgendwas darf ich jetzt den Menschen mitgeben, weil es gibt da niemanden. Vor 12 Jahren gab es da nichts Großes. Es gab nicht so viele Bücher, die ausgeführt haben. Und dann wollte ich das unbedingt machen. Und ich weiß noch, dass ich mich ein bisschen geschämt habe, das meiner Therapeutin zu erzählen, wo ich gesagt habe, ich möchte auch Menschen helfen. Angesichts der Tatsache, dass ich hier selber auf dem Sofa liege, so ungefähr, war nicht Sofastuhl sitze, ist das ja eine komische Sache. Und dann hat sie gesagt, na endlich. Das spüre ich schon die ganze Zeit, weil sie therapieren sich hier selbst. Ich gebe mir den Raum. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich den psychologischen Berater angefangen und da geht es natürlich auch viel um Entwicklungspsychologie. Und da muss ich sagen, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was in meiner Kindheit falsch gelaufen ist, wie ich falsch erziehe, weil wir ja ganz einfach die Erziehungsmethoden unserer Eltern übernehmen, es sei denn, wir fanden sie schlecht, dann sind sie uns bewusst geworden, dann machen wir es meistens nicht. Aber die ganzen Unbewussten übernehmen wir. Ja. Und ich würde sagen, als ich das eigentlich dieses Entwicklungspsychologie-Studium oder diesen Teilmodul gelernt habe, da habe ich wirklich angefangen, erst meine Erziehung komplett zu verändern. Und sie ist wirklich jetzt ganz wertschätzend ausgerichtet und eben halt auch sehend und interessiert. Und ja, ein Stück weit natürlich das, was ich bei meinem Papa immer vermisst habe. Ja. Du hast es jetzt eben durch den Satz auch nochmal gesagt, aber eben auch so ein bisschen anklingen lassen, welches Leid und in welchem Maße kann dann so eine narzisstische Beziehung, Freundschaft mit sich bringen? Warum findet man das denn noch so anziehend mitunter? Wie kommt man da raus aus dieser Negativspirale?
Ja, für einen Außenstehenden ist es natürlich unverständlich. Und auch meine Freundinnen und Familie haben tausendmal gesagt, Mensch, trenn dich, der tut dir nicht gut. Und was muss der noch alles tun? Ich glaube, es kann wirklich nur einer diese Dynamik verstehen, der selbst in einer toxischen Beziehung war. Weil wir in dieser Zeit einfach geliebt werden wollen und dafür alles tun im Ersten. Ja? Und letztendlich sind es natürlich auch diese Phasen einer typischen toxischen Beziehung. Ne? Da gibt es diese erste Phase, diese Lovebombing-Phase, wo der Narzisst oder die Narzisstin mich selbst so gut spiegelt, dass ich mich zu dem sofort seelenverwandt hingezogen fühle. Keiner versteht mich so gut, keiner erkennt mich so gut, keiner interessiert sich so sehr für mich, keiner fühlt genauso wie ich, hat die gleichen Hobbys wie ich. Ich habe das damals ja nicht verstanden, dass er mit seiner Persönlichkeitsstörung keine Identität hat und einfach nur mich spiegelt und ich mich eigentlich in mich selbst verliebt habe und deswegen sich das so seelenverwandt angefühlt hat. Und für mich war einfach nur dieses Gefühl da, wow, endlich gibt mir ein Mann das, wonach ich mich lange sehne. Und im Laufe der Beziehung bröckelt es natürlich, weil wenn der Narzisst seine Partnerin fest hat, dann fängt er an, ja, diese anstrengende Spiegelung aufzuhören, aufzugeben, zieht seine Maske ab, sage ich immer, und zeigt dann sein wahres Gesicht. Dann geht es nur noch um ihn, dann wird nicht mehr gegeben, dann wird nur noch genommen, ausgenutzt, sprotzt. Ja? Und in dem Punkt denkt sich der Partner oder die Partnerin, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht, dass er nicht mehr so ist zu mir wie am Anfang? Und dann fängt sie an, sich zu verändern, weil der Partner fängt ja dann auch an, ja, und du kochst nicht mehr so gut, du bist nicht mehr so sauber, du bist nicht mehr so hübsch, du hörst mir nicht mehr zu und bla bla, alles Bullshit. Ne? Und dann fängt natürlich die Partnerin an und sagt so, oh, ja, also fange ich an, mich noch hier zu verbiegen, noch schneller, noch sauber, noch ordentlicher und noch mehr mich unterzuordnen und mich noch mehr anzupassen und mich noch mehr zu verlieren. Weil, ich sage immer zu meinen Klientinnen, du sehnst dich nicht nach dem Partner. Weil alle sagen immer, ich liebe den so sehr. Ich so, nein, du liebst nicht ihn. Weil wenn du hinschaust, siehst du, dass das ein Monster ist, wenn wir ehrlich sind. Du liebst das Gefühl, was er dir einmal gegeben hat. Und danach sehnst du dich. Und das ist ja auch ganz oft der Punkt, warum die Menschen sich nicht trennen. Weil sie sagen, ich weiß doch, wie der sein kann. Und ich will alles dafür tun, dass es irgendwann wieder so wird wie am Anfang. Weil wir matchen so gut. Und diese Illusion, sich einzugestehen und zu sagen, der hat mir was vorgespielt, diesen Menschen gibt es überhaupt nicht, der ist sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn der da ist... Macht er das, weil das mit dem Vorspielen, macht er das bewusst oder ist das denen auch manchmal selber nicht so kognitiv bewusst, dass sie so agieren? Machen die das unbewusst? Also ich glaube, sie wollen ja Menschen gewinnen und Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, da ist eine innerliche Leere und wenn ich einen Menschen gewinnen will, dann stelle ich mich halt auf ihn ein. Und dann merkt er, dass er damit Erfolg hat. Und dann fängt er das natürlich immer weiter an. Dann fängt er, macht er das, ne? Wenn ich erfolgreich war, bei der nächsten auch so, bei der nächsten auch so. Und ich glaube, die haben das schon im Kindergarten wahrscheinlich mit der Erzieherin oder in der Schule mit der Lehrerin so gemacht. Ja, wenn sie dann irgendwie die Kinder wecken wollten und für sich gewinnen wollten. Also ich glaube schon, dass das ein Erfolgserlebnis das in eine bewusste Handlung bringt. Weil die wissen, dass sie so Menschen fangen können. Und die vertrauen sich da drin und das können die auch gut. Ja. Du hast in deinem Buch, da kommen wir auch gleich noch drauf. Du hast so auch geschrieben, dass es da auch um chemische Prozesse gibt, also dass auch toxische Beziehungen oft von so On-Off-Verläufen gekennzeichnet sind und dass da auch im Gehirn chemische Prozesse mitschwingen. Kannst du dazu noch kurz was sagen zum Thema Negativspirale? Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer, in einer toxischen Beziehung bist du entweder im Himmel oder in der Hölle. Ja, also entweder es ist super schön und passt kein Blatt dazwischen oder es gibt wirklich so Drama und Trouble und Tragödien. Ne? Sowas dazwischen gibt es nur sehr selten. Und unser Körper reagiert ja auf unterschiedliche
Situationen mit unterschiedlichen Gefühlen. Und das heißt, wenn ich im Himmel bin, dann schüttet der Körper Dopamin, Serotonin, Endorphine und Oxytocin aus, Kuschelhormon. Und wenn er in der Hölle sitzt, ne, kommt Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, ne, Stresshormon. Cortisol. Genau. Und der Körper gewöhnt sich durch Himmel und Hölle und Himmel und Hölle an diese Ausschüttung. Das heißt, ne, er ist gewohnt, Dopamin auszuschütten, Adrenalin auszuschütten, Dopamin und Adrenalin. Und ich sage immer, wenn der Narzisst von jetzt auf gleich wegsterben würde, funktioniert die hormonelle Ausschüttung aber immer weiter. Auch wenn der Peiniger überhaupt nicht mehr im Umfeld ist. Also der Körper ist nun süchtig nach der Ausschüttung geworden von Dopamin und Adrenalin. Wir kennen das zum Beispiel bei Marathonläufern oder bei exzessiven Läufern, die ständig die Endorphinausschüttung brauchen und deswegen laufen, 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 laufen. Oder bei Spielsüchtigen, die Dopaminausschüttung brauchen und deswegen immer wieder spielen. Und hier sind wir über einen toxischen Partner süchtig geworden, weil diese hormonelle Ausschüttung der Körper nun braucht. Und letztendlich ist man genauso süchtig wie ein Drogenabhängiger, wie ein Alkoholiker oder ein Spielsüchtiger, egal. Und aus dieser Sucht auszusteigen, das zu unterbrechen, fühlt sich für den Körper an wie ein Kaltentzug. Und das ist natürlich mega heftig. Und deshalb versucht der Körper sich natürlich immer seine Droge zu geben. Und wir sind vielleicht getrennt. Und dann machen wir halt solche Sachen wie: Oh, ich gucke mal, ob er noch online ist bei WhatsApp. Ja. Ich schaue mal, was er bei Insta gepostet hat. Ich fahre mal an seinem Haus vorbei. Ne? Und immer wenn es gute, beruhigende Informationen gibt für mich, dann ist wieder Dopamin da. Ne? Und wenn ich aber vorher schon denke, ich fahre jetzt an seinem Haus vorbei, dann geht der Adrenalin natürlich hoch. Ja. Ja? Und da ist es halt deswegen so wichtig, in No Contact zu gehen. Was auch bedeutet, ich kriege keinerlei Informationen mehr. Aber das ist auch genauso, als wenn ich dem Alkoholiker alle Weinflaschen und alkoholischen Getränke ausschütte und sage, das war's jetzt. Ne? Da kommt riesen Überwindung, eine riesige Kraft zu. Das ist für viele sehr, sehr schwer nur machbar. Und deshalb auch für Außenstehende nicht verständlich, warum die sich aus diesem destruktiven Modell einfach nicht lösen können. Was für eine Zeit, weil du eben sagst, no contact, was ist denn da maßgeblich? Gibt es da, ja, also ab wann würde man sagen, okay, dieser Suchtkreislauf ist durchbrochen? Weißt du das? Ja, man sagt so, also die Wissenschaft sagt so, dass wenn man 3 Monate no contact gehalten hat, dann ist es wieder in so einem, ist man wieder in so einem Überlebensmodus, dass man sich auch wieder um andere Dinge kümmern kann und dass man halt wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auch auf die Arbeit, auf die Familie, auf die Versorgung und so legen kann. Wobei ich sagen darf, mit dem Release-Programm, was ich mache, sagen das viele Klientinnen schon zwischen der 6. und 8. Woche, dass es in der inneren Stärke geht. Also ich glaube, es könnte auch kürzer gehen. Ja? Und bis der Körper wieder ganz normal funktioniert, wie so ein gesunder Ablauf, gesunder hormoneller Ablauf eben funktionieren soll, braucht es 1 Jahr No Contact. Also es ist schon ein langer, langer Weg. Und wenn man darüber nicht weiß, ist es ja auch eine logische Erklärung, dass man immer wieder in diesem Kreislauf sich befindet, ne? Ja, absolut. Das ist absolut verständlich, dass auch viele einfach zurückgehen, ne? Weil, und viele verstehen das dann nicht. Aber wenn der Alkoholiker nach 2 Wochen Abstinenz wieder anfängt zu trinken, dann haben wir Verständnis dafür. Ja, aber eigentlich sind es genau die gleichen Modelle, die da gerade. Du hattest es eben auch schon ein bisschen angerissen, noch aus deiner persönlichen Erfahrung. Was hat denn die Kindheit von einem selber, so als Opfer, sage ich jetzt mal, aber auch von dem Narzissten vielleicht, damit zu tun, also sich selber wertvoll fühlen oder irgendwie was leisten zu müssen, so Thema Anerkennung. Welche traumatischen Erfahrungen können denn da vielleicht noch hinterstehen und eingeprägt haben? Also wenn wir erstmal bei dem Narzissten oder der Narzisstin bleiben, es ist halt zum einen ja auch ein bisschen genetisch, dass es über die Familie weitergegeben werden kann, muss nicht. Ne? Aber man sagt schon, dass eine Disposition bestehen könnte. Und ganz oft sind es allerdings aber auch eben kindlich erfahrene Traumata.
die zu beginnen. Also was zum Beispiel eins sein könnte, ist, das Kind ist ein Jahr alt und die Mutter muss mit einem Geschwisterkind vielleicht mal 4 Wochen ins Krankenhaus oder fährt in irgendein Feriendorf als Köchin und kocht da mal 6, 8 Wochen im Ferienlager. Und diese Trennung von Mutter und Kind in einer ganz frühen Phase ist für das Kind halt eine existenzielle Bedrohung. Und in dem Moment, auch ob das Kind 1, 2 oder 3 Jahre alt ist, hat es einen tiefen Schmerz in sich und sagt sich oder fühlt, dass sie nicht so viel wert ist, weil Mama ist nicht mehr bei mir, und sagt sich dann, diesen Schmerz möchte ich nie wieder spüren. Und dann geht es eben halt auch los, dass dieses Abspalten von Gefühlen schon beginnt und dass die innere Wertlosigkeit mit einer nach außen hin gezeigten Show oder Grandiosität versucht wird zu übertünchen. Ja. Ebenso kann es aber auch sein, dass eine Überbehütung der Mutter dafür sorgt oder der Eltern, dass man denkt, man ist was ganz Besonderes und was Großes. Ne? Das kann ebenfalls dazu beitragen. Und auf der Seite der Nicht-Narzissten, sage ich mal, der Partnerschaften, ist natürlich eine gewisse Bedürftigkeit anerzogen. Ja. Oder eine Prägung von Liebe. Ich muss erstmal was geben, was leisten, der Mama helfen oder für andere da sein, mich selber aufgeben. Ne? Und dann erst werde ich geliebt. Ne? Und das ist so das, was meistens die Partnerinnen und Partner von Narzissten mitbringen, dass sie ihren Wert eben darüber ausmachen, dass sie was für andere tun können oder dass sie erstmal was leisten müssen. Ne? Und das gibt ihnen Sicherheit. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wir vielleicht in einem so einem Konstrukt den Narzissten haben als Vater, Co-Narzissten als Mama, die dann ja eher wieder in dieser Opferrolle ist und insbesondere Töchter sich ja die Rollen der Mutter anschauen und sagen, ich muss mich auch unterordnen, anpassen, mich für andere aufgeben. Und das ist dann so eine Prägung von Liebe. Und die nimmt man natürlich mit in die Beziehung und dann lebt man das Konstrukt einfach weiter. Sehr interessant. Danke, danke dir. Ich hatte ja nun die Ehre, dein wunderbares Buch zugeschickt zu bekommen mit meiner ganz wunderbaren Widmung. Das werde ich auch hier in die Shownotes setzen. Ganz, 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 ganz wertvoll. Sehr, sehr gut geschrieben. Ich habe mich am Anfang ja schon gesagt, an einigen Punkten sehr, sehr getriggert gefühlt. Du gibst darin den Lesern, ja, aber auch damit, es geht ja auch auf deine Arbeit zurück, gibst du dem Menschen eine Anleitung, wie man Schritt für Schritt aus der toxischen Beziehung aussteigen kann, ne? Wie man die Trennung vorbereitet, an innerer Stärke gewinnt und den Fokus wieder auf das lenkt, was einem selber wichtig ist und auch zu dieser Liebe zurückfindet. Das hattest du ja eben auch schon toll angesprochen. Was kannst du uns über diese Anleitung erzählen? Wie kann man das vorbereiten? Wie gewinnt man an innerer Stärke? Also das Wichtigste ist ehrlicherweise, wenn man aus einer toxischen Beziehung aussteigen will, dass man gut vorbereitet ist. Man geht da eben nicht einfach so, weil A, diese hormonelle Spirale da ist und weil auch der Narzisst nach einer Trennung zu ganz vielen Tools greift und Manipulationen greift, um einen vielleicht wieder einzufangen und zurückzuholen. Deswegen gibt es ja auch diese vielen On-Offs. Wer gut vorbereitet ist, der schafft es am besten. Und ich finde, zu einer guten Vorbereitung ist der erste Schritt, dass ich eben sehr, sehr viel Wissen habe über Narzissmus, dass ich weiß, warum ich so ticke, warum er so tickt, wie haben wir beide getickt und warum passt es auch einfach nicht. Warum gibt es tatsächlich keine Chance für ein Gelingen so einer Beziehung? Und warum kommt die Love-Bombing-Phase und diese Gefühle, nach denen ich mich so sehr sehne, warum kommen die nie wieder zurück? Ich glaube, wenn man da schon mal sehend geworden ist und das versteht, dann ist der nächste Schritt da zu sagen, okay, ich trenne mich. Nur diese Seelen, sage ich jetzt mal, die jahrelang einer toxischen Beziehung ausgesetzt waren, die sind ja absolut abgewehrt worden, schwach, klein, die trauen sich ja nichts mehr zu. Also es gibt Frauen, ich selber, ich bin nicht mehr Auto gefahren.
Ja, weil er ständig rumgenörgelt hat. Und ich dachte nachher, als wir hier getrennt haben, ich kann auch nicht mehr Auto fahren. Ich fahre das bestimmt noch 3 Meter gegen den Baum. Ja, bis ich mir da wieder mein Gefühl zurückgeholt habe, dass ich das schaffen kann. Und dafür brauchen wir meines Erachtens im zweiten Schritt diese innere Stärke, ja, sich wieder bewusst zu machen. Was kann ich? Was ist mir wichtig? Wie wäre ich wieder gerne? Welche Werte brauche ich? Ne? Worauf kann ich mich einfach bei mir verlassen, meine Talente, meine Fähigkeiten. Ich baue mir wieder ein soziales Netzwerk auf. Ich hole mir vielleicht wieder meine Familie zurück, weil der Narzisst isoliert ja sehr gerne, um dich noch mehr abzuschwächen, versucht er halt sämtliche Kontakte zu Freunden, zu Familie abzubrechen und dich da rauszuholen, ja, und zu isolieren. Die sollte man sich alle wieder zurückholen, ne? Und wenn man sich stark genug fühlt, dann darf man im dritten Schritt die Trennung planen. Das heißt, man geht nie im Affekt, niemals im Streit. Ja, man sucht sich vorher eine Wohnung, man sucht sich einen Job, um sich finanziell abzusichern. Ne? Und wenn es soweit ist, dann kann man es entweder noch in einem Gespräch, wenn das geht, mit dem Narzissten sagen, so und so, ich trenne mich jetzt, und geht dann direkt in seine neue Wohnung oder, ich sage immer noch besser, in so einen Zwischenschritt zu einer Freundin, zu Familie, weil meistens in den ersten Wochen der Narzisst ständig vor der Tür steht, und erst später dann in die gemeinsame Wohnung, wo man dann alleine ausgeliefert wäre. Und der nächste Schritt ist eben dort einfach, wenn man es eben nicht besprechen kann, auch den Schlüssel hinzulegen, einen Brief hinzulegen und zu sagen, was. Das ist mit Kindern immer ein bisschen mühsamer natürlich, schwerer, aber 2 Wochen darf jeder untertauchen, nicht so wirklich, aber es ist schon mal gut, dass man sagt, den Kindern und mir geht es gut, wir melden uns. Ne? Aber nach 2 Wochen gibt es natürlich auch gerichtliche oder gesetzlich ist das richtige Wort, Regeln, wo der Vater oder die Mutter dann wieder fürs Kind auch zugänglich sein darf, sollte, muss. Und wenn man sich da so ein bisschen vorbereitet und dann in den ersten Tagen und Wochen gute Ressourcen gefunden hat, um da durchzukommen, um das zu schaffen, um ein gutes soziales Umfeld zu haben, die einen tragen, dann ist das quasi erfolgsversprechender, als wenn man von jetzt auf gleich geht. Und im vierten Schritt ist es dann halt auch wichtig zu schauen, hey, was ist denn da jetzt alles passiert? Ne, was ist mir da widerfahren? Warum ist mir das widerfahren? Damit wir nicht gleich wieder in die nächste toxische Beziehung rutschen. Ne? Dieses zu heilen, nicht geliebt worden zu sein oder was eben der Punkt war, warum man so bedürftig war dem Narzissten gegenüber. Und im fünften Schritt natürlich, wie baue ich mir mein neues Leben auf? Ne? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Was darf kommen? Welche Zukunft will ich haben? Und genau, in diesen 5 Schritten arbeite ich halt auch immer in den Coachings oder halt auch jetzt dann im Buch oder mit dem Online-Kurs, den ich gemacht habe. Und dann sind das sowieso kleine Leitplanken, sage ich immer, wo man dann da durchgeführt wird und ja schon mal die ersten 3 Monate einen Plan hat, wie man eben Stück für Stück da heraustreten kann. Sehr gut. Verlinken wir auch sehr gerne direkt hier drunter. Sehr, sehr wertvoll. Danke, liebe Katja. Was sind denn sonst noch Voraussetzungen, so um diesen Prozess zu verstehen, zu verarbeiten, wie du auch eben schon ein paar Mal angerissen hast, den Weg der Heilung zu gehen? Wie können wir uns auf neue Glaubenssätze und Gewohnheitsmuster auch trainieren vielleicht, um uns aus den alten zu befreien? Also ehrlicherweise glaube ich, dass das nur mit dem Blick von außen wirklich geht. Also man kann natürlich ein bisschen selbst reflektieren, gucken, was waren so typische Sätze von meinem Vater, von meiner Mutter, welche Überzeugungen und Glaubenssätze trage ich in mir. Aber ich glaube, wir haben alle einen Blindspot für uns, ne, wo wir einfach nicht hingucken können, wollen oder das auch nicht sehen. Ja? Und da kommen häufig auch in meinen Coachings noch so viele viel tiefere, sitzende und vielleicht auch zum Teil wichtigere Überzeugungen und Glaubenssätze zum Tragen, die damit eigentlich nur aufgedeckt werden können. Was halt aber auch ganz oft fehlt, ist dieses sich einzugestehen, wie die Seele ausgehungert ist, nach Liebe ausgehungert ist und das zu heilen, ne? Und da hinzuschauen. Und was häufig eine Trennung, weil du das ansprichst, so wahnsinnig schwer macht, ist
dass wir kognitiv alles klar haben im Kopf, weil wir zig Podcasts gehört haben, 250 Bücher gelesen haben und wir wissen, wie es geht, aber wir kommen nicht ins Handeln, kommen nicht in die Umsetzung. Und da, da hilft natürlich am besten Meditation. Und ich glaube, deswegen ist auch mein Online-Kurs, mein Release-Programm so erfolgreich, weil das eben mit der Meditation arbeitet und diese tiefen Schichten des emotionalen Stresses, des emotionalen Ausgehungertsein auch im Unterbewusstsein wirklich packt und man dann in der Lage ist, auch von innen heraus und vom Unterbewusstsein heraus loszulassen und zu heilen. Denn wenn wir kognitiv arbeiten, dann ist es wie so ein Schiff, ne, was jetzt unbedingt sagt, so, mein Ziel ist jetzt Trennung, da hinten liegt mein Hafen einmal über den Ozean, dann bin ich angekommen. Aber wenn wir das Unterbewusstsein nicht mitnehmen, ist es genauso, als wenn wir den Anker nicht eingeholt haben und wir uns dann nicht von der Stelle bewegen können, egal wie viel der Motor arbeitet. Ja? Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man es ganzheitlich auch hier sieht. Und über die Meditation halt eben auch dem Unterbewusstsein zu verstehen gibt, okay, das war's jetzt, der tut nicht, jetzt trennen wir uns. Ja. Okay, danke. Du begleitest ja nun ganz viele Menschen dabei, so aus ihren emotionalen Abhängigkeiten rauszukommen, aus ihren destruktiven Beziehungsmustern, um eben starke Persönlichkeiten zu werden, hatten wir eben auch schon ein paar Mal angesprochen, sich selbst zu lieben, akzeptieren zu lernen, auch mit der Vergangenheit, die man hatte, sich anzunehmen, wie man ist, ohne dass man sich vom Außen weiter abhängig macht. Wie helfen da auch deine inneres Kind Weiterbildung und welches Handwerkszeug benutzt du dann noch zum Thema Selbstliebe? Mit welchen Tools, Techniken arbeitest du so außerhalb der Meditation noch? Ja, also ich finde mal, Selbstliebe können wir häufig nicht, wenn wir uns zu sehr übers Außen definieren. Ja, wenn wir immer unseren Wert und unser Sein von außen abhängig machen. Und damit sind wir natürlich komplett selbst auch abhängig, weil wenn wir es von außen nicht kriegen, fühlen wir uns schlecht. Und um das ein bisschen zugänglicher zu machen, sage ich ganz oft, lass dir mal von 10 Menschen aus deinem Umfeld eine Karte schreiben, wo sie auch schreiben, was sie an dir mögen. Und dann ist es zwar auch erstmal was von außen, aber wenn mir 10 Leute sagen, ich schätze es, dass du zuhören kannst oder dass du lustig sein kannst oder dass du zuverlässig bist, immer für mich da bist, wenn ich das 10-mal hintereinander gelesen habe, dann darf ich das in mein System lassen. Dann bin ich das auch. Mhm. Und darüber kann man sich erstmal wieder ein bisschen selbst kennenlernen. Und auch ganz oft ist es ja so, dass wir eben die positiven Dinge nicht in unser System reinlassen. Weil wir das denken, das matcht nicht, weil Mama hat uns die ganze Zeit gesagt, du bist nicht liebenswert. Ja? Und jetzt kommt jemand und sagt, du bist liebenswert, dann prallt das direkt ab, weil das matcht nicht. Wenn einer sagt, du machst das und das falsch, dann geht es direkt durch. Und dann sagt, ja, klar, weiß ich, kenne ich schon, passt, nehme ich an. Ja. Und dieses erstmal zu lernen, sich auch für was Positives zu öffnen und das in das System reinzulassen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann darf man natürlich auch genau hinschauen und sagen, hey, wie fühle ich mich denn im Inneren? Ne? Was kann ich denn wirklich gut? Welche Talente habe ich? Worauf darf ich mich bei mir verlassen? Ja? Und was hat man mir vielleicht über mich gesagt, was überhaupt nicht stimmt, was mit mir gar nichts zu tun hat? Ne? Ja. Ja. Und das dann auch wieder abzutrennen und immer dieses alles, was gesagt wurde, auch in toxischen Beziehungen, ne, auf Beweise prüfen, stimmt das wirklich? Oder hat das, was ich gerade erfahre, viel mehr mit meinem Gegenüber zu tun als mit mir? Ja, mit mir selber. Ja. Weil auch Eltern viele Gefühle, die sie selbst nicht haben wollen, auf die Kinder projizieren. Ebenso wie der narzisstische Partner das auf seine Partnerin projiziert, weil er es einfach bei sich nicht haben will. Ne? Und dann passiert Schuld umher. Und wenn man dann affin ist für so ein System, ja, ich bin schlecht, ich nehme das alles auf, dann ist natürlich ein riesen negativer Dschungel in uns. Und da gilt es zu sagen, so, jetzt sortiere ich mal aus hier, welche Pflanze zu mir gehört und welche eigentlich nicht. Ja, und die giftigen Schlangen schmeiße ich auch raus. Ne? Und dann lerne ich mich neu kennen. Und um mal beim Bild zu bleiben, versuche halt mal, die Blumen, die ich von dieser Postkarte bekommen habe, in mich zu pflanzen und zu gießen und wachsen und gedeihen zu sehen. Ne? Und das ist ein großer Prozess. Und ganz viele dieser Dschungelpflanzen, der giftigen Pflanzen, sind ja noch in unserem inneren Kind
verhaftet, sag ich mal. Ne? Und wenn wir heute getriggert werden, wie du eben sagtest, oder etwas passiert, obwohl wir im Kopf klar haben, das hat mit uns nichts zu tun, aber es verletzt uns trotzdem, dann liegt es ja daran, dass das innere Kind genau diese Verletzung einmal oder mehrmals erfahren hat. Und da dürfen wir wieder einen Blick und ein Bewusstsein für entwickeln, zu verstehen, die kleine Katja hat gerade Schmerzen, der kleinen Katja tut es gerade weh und belastet das. Und dann können wir anfangen, uns neu zu beeltern und zu sagen, hey, das, was man mit dir damals gemacht hat, war nicht in Ordnung. Und es ist total schmerzvoll und total traurig, aber heute bin ich als große Katja für dich da. Und wir gehen gemeinsam da durch. Und ich gebe dir jetzt das, was du gebraucht hättest. Und dieses Neubeeltern hat eine unheimliche Kraft und eine unheimliche Stärke. Und mit der Zeit lernen wir dann wirklich so diese inneren Kindverletzungen zu heilen und eins zu werden. Und egal, was dann von außen kommt, es triggert uns immer einmal kurz emotional, auch wieder, bis dieser chemische Cocktail dann stattgefunden hat. Ja. Aber wir können es dann, sobald wir es dann ins rationale Gehirn nach vorne holen, den logischen Teil vom Gehirn holen können wir es uns erklären und sagen, ah, okay, das erinnert mich jetzt daran, aber ich bin ja gar nicht schlecht oder ich bin liebenswürdig, auch wenn ich jetzt kurz mich hier verletzt fühle. Ich darf trotzdem meine Meinung sagen. Okay, danke dir. Wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch schon uns darüber ausgetauscht. Im Grunde befinden wir uns ja in einem dauerhaften Krisenmodus. Ne? Also erst kam Corona, dann diese ganzen Unruhen in der Welt, jetzt der Krieg in der Ukraine. Das verlangt ja sehr, sehr viel von uns und macht ja auch eine Menge mit uns. So parallel zu Meditation für Liebe und Frieden. Was bindest du da noch in deiner Arbeit ein? Wie begleitest du das? Wie können wir wirklich lernen, gut für uns zu sorgen? Du hast ja eben auch schon tolle Tools so genannt, aber vielleicht nochmal so 2, 3, die du auch aus eigener Praxis vielleicht gerade verwendest. Also gut für sich zu sorgen und den Frieden im eigenen Herzen zu finden, aber dann auch in der Welt, so zum Thema auch Vergebung. Ne? Wie hast du da noch 1, 2 Tipps für uns, was wir da aktuell für uns tun können, erst im Kleinen und dann im Großen? Ja, sehr gerne. Also zum einen möchte ich mal zu bedenken geben, so schrecklich das alles ist, ne? Mit was in der Ukraine passiert, so schrecklich wie Corona war oder auch was im Ahrtal passiert ist. Auch wie hier hat immer alles 2 Seiten. Denn ich finde, über all das ist ein viel größeres Kollektivbewusstsein entstanden. Wir helfen den Ukrainern, wir helfen im Ahrtal. Die Leute sind bereit, sich gegenseitig zu unterstützen. Sie fahren quer durch Deutschland, ne, und bauen im Ahrtal wieder auf oder räumen auf. Ne, Menschen, die sie überhaupt nicht kennen. Und auch bei Corona, ne, dass Menschen sich entscheiden, ich nehme die Impfung nicht nur für mich, sondern auch dafür, dass vielleicht die Großeltern geschützt werden und so. Und das ist ja auch erstmal ein Verständnis, finde ich, was neu in der Welt ist. Oder auch vielleicht demnächst hinzunehmen, auch wenn wir Zähneknirschen machen, zu sagen, ja, es ist jetzt alles teurer geworden und ich kriege nicht mehr jedes Lebensmittel im Laden und es ist in Ordnung. Ja, ich trage das mit fürs Kollektiv. Ne? Und das ist eigentlich so das Schöne, finde ich, an der Sache. Ne? Und generell glaube ich, dass die Energie in der Welt sehr auf Chaos, Krise gestellt ist und dadurch sehr viel Angst, sehr viel Ohnmacht, Hilflosigkeit ist. Und ich glaube, wenn wir selbst versuchen, unsere inneren Kriege klein zu halten und uns ja auch versuchen, die Ängste und die Trauer, die Hilflosigkeit klein zu halten, indem wir versuchen, in unserer Welt Frieden zu halten, in unserer Welt Liebe zu schenken, in unserer Welt Gutes zu tun, um die schreckliche Situation zu verbessern. Ich glaube, dass das wieder energetisch sich komplett auf den Erdball und auf alles, weil wir sind alle miteinander verbunden, es schwingt sich alles ein und alles, was wir heute geben, machen und tun, kommt irgendwo auch an, wo es notwendig ist. Und ich glaube, dass wir da viel, viel Arbeit machen dürfen, was uns in unserer Mitte lässt, was uns in unsere Stärke bringt und was
wo wir uns immer sagen, in meiner kleinen Welt versuche ich es so friedvoll und liebevoll wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass alle davon wieder profitieren. Mhm. Und ich selbst mache das ja sehr viel über Meditation. Ja, ich verbinde mich mehrfach am Tag mit mir selbst, mit meinem Inneren und aber auch mit der Welt und schaue manchmal, was wird da gebraucht, ne, und kriege da auch Antworten. Aber da muss jeder schauen, ob das für ihn zugänglich ist oder nicht. Okay, vielen Dank. Katja, du hast uns so einen tollen Überblick gegeben und ich finde das so bereichernd, was du machst. Und ich kann nur ganz vielen Hörerinnen, Leserinnen, wir werden es auch ganz breit verwenden, diese tollen Tipps, Impulse. Ja, da danke ich dir sehr. Es ist für die aktuelle Zeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja auch schon beide gesagt, wir können im Moment nicht mehr tun, als die Energie gemeinsam hochhalten. Ne? Jeder so auf seine Weise mit seinem Beitrag, damit die Energien, die positiven Energien, so hast du in deinem letzten Newsletter, glaube ich, geschrieben, ne, am Ende gewinnen mögen. Und dass wir da, hast du eben gesagt, lernen dürfen, unsere eigene kleine Welt zu beschützen. Hast du auch über Meditation gesprochen, aber auch andere in die Prozesse einzubinden, zu vergeben. Also das wirklich auch mal sacken lassen, die ganzen Tipps, die du ja, gegeben hast, finde ich ganz, ganz wunderbar. Auch gegen die eigenen Ängste zu meditieren, das wird, glaube ich, häufig noch unterschätzt. Ne? Also sich am Tag so eine Verabredung mit sich selber zu geben, ne? Um einfach so Zeit für sich zu nehmen. Was ist denn da für dich so das wertvollste, der wertvollste Tool? Und damit würde ich auch gerne so die Abschlussworte in deine Hände geben. Was hat dich die letzte Zeit so gelehrt? Was ist so dein Fazit, deine Quintessenz aus allem? Und wie richtest du dich da auf die Zukunft aus? Also meine größten Ängste oder die Situation, diese Ohnmacht und die Ängste waren ehrlicherweise in der Corona-Pandemie, als es so anfing in Italien und Frankreich, so viele Menschen starben am größten. Und ich hatte eine Morgenroutine damals, da gibt eine Alles-ist-gut-Meditation. Und die habe ich jeden Morgen schon vorm Aufstehen gehört, ne, die mich immer irgendwie beruhigt hat, weil man sich ja auch einfach mal kurz hinterfragen kann, bin ich betroffen, sind meine Liebsten betroffen, ist irgendwie gerade wirklich eine Gefahr da, ist ein Risiko da. Das hat mich schon immer geerdet, dann bin ich in den Tag gestartet. Ich habe dann auch selbst immer viel energetisch gearbeitet und habe halt positive Energien auch nach Frankreich und Italien und zu allen Ländern geschickt, ne, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich gebe etwas von mir. Und ich habe halt auch geguckt, dass wir zu Hause trotz allem Spaß hatten, dass wir zu Hause Frieden miteinander haben, ne, dass wir für uns sorgen, ne, und aber auch für andere da sind. Also in unserer Welt das, wie gesagt, so schön wie möglich zu machen. Und ich verbinde mich häufig und bin viel in der Natur unterwegs. Das gibt mir auch immer Kraft. Und komme da immer zu einer Ruhe und versuche wirklich so wenig wie möglich Macht abzugeben, um nicht ohnmächtig zu sein und so wenig wie möglich zu streiten und in Frieden zu sein und in Ruhe zu fühlen. Das sind so meine persönlichen